Mein Name ist Dan Katzlinger von vertragscheck.at. In den vergangenen Wochen hat es in Tirol sehr viel geschneit, was sehr viele freut. Auf der anderen Seite sind sehr viele Bilder durch die Nachrichten gegangen von Bäumen, die unter der Schneelast geknickt sind. Es gab Berichte von Leuten, die sich trotz größter Gefahren durch die Schneemassen in den Wald begeben haben. Und dazu gibt es ein sehr passendes Urteil des Obersten Gerichtshofes, der sich mit der Haftung des Waldeigentümers beschäftigt hat. In dem Fall ging es um einen morschen Baum, der auf ein Nachbargrundstück gefallen ist und dort eine Gartenhütte beschädigt hat. Und der Oberste Gerichtshof hat anders als die Vorinstanzen entschieden, dass der Eigentümer des Waldes für den eingetretenen Schaden nicht haftet. Und zwar aus vielen Gründen. Und es wäre nicht bis zum Obersten Gerichtshof gegangen, wenn es ein ganz einfacher Fall wäre. Es war nämlich so, dass seit langem erkennbar war, dass der Baum morsch war. Es sind auch bereits in früheren Zeiten Bäume von diesem Waldgrundstück auf das Nachbargrundstück gefallen. Und der Eigentümer des Waldes hat aber nichts dagegen unternommen, gegen die Fäule des Baumes. Er hätte ihn zum Beispiel zurückschneiden können oder irgendwelche anderen Maßnahmen ergreifen können, um den Eintritt des Schadens zu verhindern. Warum haftet er also nicht? Die Antwort liegt im Forstgesetz. Das Forstgesetz sieht einen grundsätzlichen Haftungsausschluss des Waldeigentümers vor. Warum ist das so? Und was hat das mit den Wintersportlern zu tun? Der Wald war früher nicht allgemein zugänglich. Erst in den letzten 50, 60 Jahren hat man sich dazu entschieden, in Österreich zumindest, den Wald allgemein zugänglich zu machen, damit die Leute sich dort auch erholen können und Sport treiben können und so weiter. Und daher gibt es im Forstgesetz eine sehr interessante Bestimmung im Paragraph 176 Absatz 1, die lautet: Wer sich im Wald abseits von öffentlichen Straßen und Wegen aufhält, hat selbst auf alle ihm durch den Wald und durch die Waldbewirtschaftung drohenden Gefahren zu achten. Das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn ich mich so querfeldein durch den Wald bewege, handle ich auf eigene Gefahr. Der Wald ist ja gefährlich, das scheint vielen Touristen und aber auch Einheimischen, die zunehmend so eine Art Freizeit- und Vollkasko-Mentalität zu haben, scheinen nicht bewusst zu sein. Ein Wald ist einfach gefährlich. Das sind hohe Bäume, es sind viele Bäume. Einer, der einen Wald hat, der kann den nicht so beaufsichtigen und so pflegen, wie man das jetzt zum Beispiel bei einem Gebäude machen kann. Der Maßstab ist also nicht streng. Das bedeutet, im Wald handle ich auf eigene Gefahr. Und was auch in den letzten Tagen und Wochen eben Thema war, ist, ja gut, du handelst vielleicht auf eigene Gefahr, ist uns jetzt vielleicht wurscht, wenn ich bei höchster Lawinengefahr in den Wald gehe oder bei riesigen Schneemassen und von einem Baum erschlagen werde, dann gibt es Leute, die sagen, naja gut, du handelst auf eigenes Risiko, klar. Man sollte dabei auch noch beachten, dass natürlich, wenn etwas passiert, Retter kommen müssen und die dann ja nicht mehr, die sind zwar freiwillig, aber die machen das nicht zum Spaß, so wie ich als Tourist oder als einer, der im Wald Skifahren geht, sondern weil sie jemanden retten wollen und sind dadurch aber gleich gefährdet. Was wir mitnehmen können, ist sehr interessant. Ich bin nämlich sicher, dass in näherer Zukunft schon es Fälle geben wird, wo auch Freizeitsportler, die sich im Wald verletzen, auf die Idee kommen werden, den Waldeigentümer zu klagen, wenn zum Beispiel bei Wind morsche Bäume umfallen und dadurch jemanden, der sich bei Wind im Wald aufhält, verletzt wird. Wenn ihr Fragen zu ähnlichen Themen habt oder Erfahrungen mit gefährlichen Waldspaziergängen gemacht habt, schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir eine Nachricht. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert doch meinen YouTube-Kanal und gebt mir einen Daumen hoch. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Euer Dan.